Mit dieser Lektion schließen wir das Thema Funktionen für die sechste Klasse ab. Uns fehlt noch die sogenannte Logarithmusfunktion. Dazu schauen wir uns einmal die Definition einer Logarithmusfunktion an. Als eine reelle Funktion von R plus, also es werden in einer Logarithmusfunktion nur positive Zahlen eingesetzt, auch nicht die 0. Das werden wir uns nachher noch überlegen, warum. Nach R mit der Gleichung f von x ist c mal a log x. Wobei es uns ja hauptsächlich jetzt um diesen Teil hier geht, ums a log x. Ich kann das noch mit einem Faktor c multiplizieren. C können jetzt alle Zahlen sein, nur nicht die 0, weil dann würde quasi die Funktion verschwinden. Und das a muss eine positive Zahl sein, außer die 1. Das haben wir eh schon gelernt. Der Logarithmus, den Logarithmus zur Basis 1 gibt es nicht. Und das a kann eben jede positive Zahl sein. Ja, der 5er Logarithmus, der 7er Logarithmus, der 10er Logarithmus und so weiter. Und diese Funktion heißt jetzt eben die Logarithmusfunktion zur Basis a. So, wir machen das direkt mit einer Aufgabe. Ich habe zwei Funktionen gegeben. Die Funktion f von x ist eine Logarithmusfunktion, das ist 10 log x. Und die Funktion g ist eine Exponentialfunktion, 10 hoch x. Wir sollen jetzt da die Graphen von f und g mit Hilfe von GeoGebra zeichnen. Und ihr sollt dann den Graphen oder die beiden Graphen in euer Übungsheft abskizzieren. Und dabei schauen wir uns jetzt noch an, welcher Zusammenhang uns dabei auffällt. So, ich wechsle dazu zu GeoGebra. Ich gebe einmal die Logarithmusfunktion ein. Da muss man bedenken, wenn man die Funktion eingibt, dass man GeoGebra eben sagen muss, zu welcher Basis der Logarithmus bestimmt werden soll. Also f von x ist gleich log, runde Klammer auf, und da kann ich jetzt eben nicht nur x reinschreiben, sondern ich muss zuerst die Basis schreiben. Basis ist 10, Beistrich x. Das wäre jetzt der 10er Logarithmus zur 10er Logarithmus von x. Wenn ich jetzt Enter drücke, dann schreibt GeoGebra das automatisch um. Und GeoGebra schreibt eben den 10er, also die Basis, nicht da oben vorm Log als hoch, als quasi als Index, der oben steht, sondern in dem Fall als Index, der unterm beim G steht. Das kennst du aus dem Mathebuch ja auch schon. So, und der Graph, der hier entsteht, ist jetzt der 10er Logarithmus. Das ist die Funktion f. Ich beschrifte die jetzt da, damit wir das dann jetzt da gleich mit g im Vergleich sehen. Also das ist jetzt f. So, schiebe ich mal daher das f. Und jetzt gebe ich die Funktion g ein. Die Funktion g von x ist die Exponentialfunktion 10 hoch x. So, jetzt haben wir da die Exponentialfunktion. Da sehen wir eh schon, die schauen ja immer sehr ähnlich aus. So, also jetzt haben wir da hier die Funktion 10 hoch x und hier die Funktion 10er Logarithmus von x. Ja, und wenn man sich das da anschaut, dann fällt einem vielleicht bereits Folgendes auf, und zwar, dass die Punkte hier, zum Beispiel da, die Funktion g geht durch 0, 1 und die Funktion f geht durch 1, 0. Ja, woher kommt uns das bekannt vor? Naja, klar, an der Spiegelung an der ersten Mediane. Das hat man bereits. Ich zeichne jetzt die erste Mediane mal ein. Ich nenne sie wieder m. M von x ist x. Das ist die Gleichung der ersten Mediane. Und da sieht man schon sehr gut, dass eben die Funktion und f und g entstehen durch Entspiegelung an dieser Mediane. Und was kann man daher über die Funktionen aussagen? Naja, dass die Funktion g die Umkehrfunktion von f ist und dass f die Umkehrfunktion von g ist. Also, die Funktion 10 log x ist die Umkehrfunktion von 10 hoch x. Was sehen wir hier noch? Wie ich vorher gesagt habe, ist die Definitionsmenge von Logarithmus, von der Logarithmusfunktion r plus ohne 0. Das sieht man hier. Ich setze, wie man hier sieht, bei der Logarithmusfunktion nur positive x ein. Da drüben ist die Logarithmusfunktion gar nicht definiert. Und wie wir sehen, es wird auch nie wirklich bis zu x ist gleich 0 kommen, weil nämlich die Funktion hier asymptotisch zur y-Achse verläuft. Warum ist das so? Naja, weil wir jetzt da ja gerade gesehen haben, dass f die Umkehrfunktion von g ist, von der Exponentialfunktion. Und wenn ich das spiegle, dann sehe ich eben, g schneidet nie die x-Achse, deswegen schneidet f nie die y-Achse. Die Funktion g, die Exponentialfunktion, hat nie negative Ergebnisse, also nie negative y-Werte. Und da f hier die Umkehrfunktion von g ist
und ich bei f quasi die y-Werte von der Funktion einsetze, ist die eben nicht definiert für negative y-Werte. Warum? Weil ja die Funktion g hier gar nie negative y-Werte besitzt. Ja? Also das ist der Grund. Also die Logarithmusfunktion, da kann ich auch keine 0 einsetzen. Warum kann ich keine 0 einsetzen? Weil hier die Funktion g ja nie die 0 produziert. Ja? Also die schneidet nie die x-Achse. Deswegen hat die Funktion g nie den Funktionswert 0. Deswegen kann ich auch hier bei f nicht 0 einsetzen, weil eben das y von der Funktion g niemals den Wert 0 quasi, also g nie den Wert 0 rausspuckt. Also das ist der Grund. Also prinzipiell bitte merken, in die Logarithmusfunktion kann ich keine negativen Zahlen einsetzen und auch keine 0 einsetzen, sondern nur wirklich positive Werte. So, damit wechsle ich jetzt einmal wieder zurück zur Präsentation. Also nochmal für euch kurz, bitte zeichnet ins Heft. Ihr könnt ruhig bitte in ein gemeinsames Koordinatensystem zeichnet die Funktion f und die Funktion g ungefähr ab von GeoGebra, bitte mit Bleistift, schön skalieren und so weiter. Und als Zusammenhang bitte halten wir fest, dass die Funktion f die Umkehrfunktion g ist, beziehungsweise umgekehrt. Und ihr haltet nochmal bitte fest, dass das entsteht durch der Spiegelung an der ersten Mediane. Und ihr haltet bitte nochmal fest, dass ich eben in die Logarithmusfunktion nur positive Zahlen einsetzen kann und keine 0 und keine y. Keine 0 und keine negativen Werte, verzeihen. Gut, also das einmal zur Einführung. Wir nehmen einmal mit, die Logarithmusfunktion zur Basis a ist die Umkehrfunktion der Funktion a hoch x. Und das bringt mich auch zu diesem Satz. Der heißt Umkehrfunktionen von Exponentialfunktionen. Wenn ich habe die Funktion f von r plus nach r mit der Gleichung f von x ist der Logarithmus zur Basis a von x. Und die Funktion g von r nach r plus mit der Gleichung g von x ist a hoch x. A muss positiv sein und darf natürlich nicht die 1 sein. Dann sind f und g Umkehrfunktionen voneinander. Der Beweis ist sehr simpel, das haben wir eh schon in der vorigen Lektion geübt. Wie kann ich das beweisen? Na, ich muss eigentlich nur zeigen, dass wenn ich in die Funktion f die Funktion g von x einsetze, dass ich im Endeffekt wieder beim x lande, weil ich ja quasi den Weg retour gehe. Also g von x produziert mir das y und wenn ich das y bei f einsetze, komme ich wieder zurück zum x, weil es ja Umkehrfunktionen sind. Also passiert Folgendes. Ich setze jetzt g von x, was hier a hoch x ist, in die Funktion f ein und habe daher a log a von x. Das kann ich umformen zu x mal a log a. Und wir wissen, der a der Logarithmus zu a ergibt 1 und damit kommt da einfach x raus, weil x mal 1 ist x. Umgekehrt muss es auch funktionieren. Also g von f von x, in dem Fall setze ich jetzt da quasi a log x hier fürs x ein in der Funktion g und erhalte daher a hoch a log x. Und ich hoffe, ihr könnt euch noch erinnern, damit haben wir damals überhaupt die Exponentialgleichungen eingeführt. Wir haben damals gesagt, beziehungsweise den Logarithmus eingeführt. Wir haben gesagt, der Logarithmus also zur Basis a von x ergibt mir die Hochzahl, die ich brauche für die Basis a, damit der Wert hier in der Klammer, also das x, der sogenannte Numerus, damit der rauskommt. Das heißt, a hoch a log x ist natürlich jetzt x, weil das ist die Hochzahl, die ich brauche zur Basis a, damit x rauskommt. Und damit ist der Beweis geführt. Ja? Also ich sehe, dass beide jeweils die Umkehrfunktion der anderen sind. Gut, was heißt das jetzt für mich praktisch? Praktisch heißt das für mich Folgendes, und das wissen wir eh schon, da 10 hoch 200 ist, muss der 10er-Logarithmus von 100 wiederum 2 sein. Hier ist da das x, der 2er das x, ich habe die Exponentialfunktion 10 hoch x. Wenn ich da 2 einsetze bei 10 hoch x, kommt mir 100 raus, das ist das y. Hier habe ich jetzt da die Logarithmusfunktion, das ist die Umkehrfunktion von 10 hoch x. Wenn ich da jetzt da das y von da drüben einsetze, muss ich das ursprüngliche x wieder erhalten. Und es ist klar, der 10er Logarithmus von 100 ist 2. Das wissen wir schon, kann man sonst auch in den Taschenrechner eintippen. Gut,
Wir schauen uns jetzt noch die Eigenschaften der Logarithmusfunktion an und dazu hätte ich jetzt gerne, dass ihr die folgenden sechs Funktionen einmal mit GeoGebra konstruiert. Das mache ich auch und dann bitte die wieder in ein gemeinsames Koordinatensystem einzeichnen. Wie ihr das am besten skaliert, könnt ihr dann eh der Darstellung von GeoGebra übernehmen. So, ich wechsle jetzt auch mal nach GeoGebra. Ich erstelle mir einfach ein neues Zeichenblatt und gebe jetzt diese sechs Logarithmen ein. Also, wir haben a von x ist der Logarithmus, die Basis ist 2 von x. b von x ist der Logarithmus zur Basis 3 von x. c von x ist der Logarithmus zur Basis 4 von x. d von x ist der Logarithmus von 1/2 zur Basis x. e von x ist der Logarithmus von einem Drittel zur Basis x und f von x ist der Logarithmus von einem Viertel zur Basis x. So, damit haben wir jetzt da alle Funktionen eingezeichnet und uns sticht bereits die allererste Eigenschaft sofort ins Auge. Alle diese Graphen laufen durch den Punkt 1, 0. Warum? Weil ja jede Basis, also jede Zahl hoch 0 1 ergibt, also bei der Exponentialfunktion, alles hoch 0 ist 1, 5 hoch 0 ist 1, 7 hoch 0 ist 1. Daher muss ich bei der Logarithmusfunktion, da es ja die Umkehrfunktion ist, rückwärts denken. Wenn ich 1 rauskriege bei der Exponentialfunktion und diese 1 in die Logarithmusfunktion einsetze, dann erhalte ich ja quasi wieder das x und das x war der Nuller, ja, also die Hochzahl 0. 3 hoch 0 ist 1, also muss der Dreierlogarithmus von 0 wieder von 1 wieder 0 sein. Gut, also das ist mal quasi jetzt da die erste Eigenschaft, die wir uns hier festhalten. Also wir schreiben Satzeigenschaften von Logarithmusfunktionen. Wir haben die Funktion f definiert wieder als Logarithmusfunktion zur Basis a und a darf jetzt da positiv sein, aber nicht 1. Dann gilt eben erstens, dass f von 1 immer 0 ist. Also alle Graphen verlaufen durch den Punkt 1, 0 und das hat gar nichts mit der Basis zu tun. Also jede Logarithmusfunktion verläuft durch diesen Punkt. Bitte einfach auf Pause drücken, ich glaube, das ist eh klar. Also ich gehe jetzt da gleich weiter zur nächsten Eigenschaft. Das nächste, was wir sehen, ist folgendes. Und zwar wäre es ja auch ganz praktisch, wenn ich sofort bei einer Logarithmusfunktion herausfinden könnte, zu welcher Basis die Funktion ist. Dazu schauen wir uns da die Funktionen mal einzeln an. Und das ist jetzt da zum Beispiel die Logarithmusfunktion zur Basis 2. Und ich sehe, die Funktion verläuft durch den Punkt 2, 1. Warum? Weil ja 2 hoch 1 2 ist, also wenn ich es aus Exponentialperspektive betrachte und die Logarithmusfunktion ist jetzt ja genau die Umkehrung davon. Daher muss hier, wenn ich den Zweier einsetze beim Zweierlogarithmus, 1 herauskommen. Also das sehe ich, verläuft durch den Punkt 2, 1. Jetzt hole ich mir den Dreierlogarithmus dazu. Das ist die blau-violette Kurve. Die verläuft durch den Punkt, wie kann es anders sein? 3, 1. Dann hole ich mir den Viererlogarithmus dazu. Das ist jetzt die graue Kurve. Ich glaube, ihr wisst, worauf ich raus will. Der Viererlogarithmus, die Funktion verläuft durch den Punkt 4, 1. Das heißt, um herauszufinden, um welche Basis es sich bei der Logarithmusfunktion handelt, wenn ich sie nicht kenne, brauche ich nur schauen, bei welchem x-Wert habe ich den y-Wert 1. Das heißt, quasi da einfach suchen. Da habe ich 1 und der passende x-Wert ist 2. Also ist die Basis hier 2, das ist der Zweierlogarithmus. Und da habe ich 3, das ist der Dreierlogarithmus. Und da habe ich 4 beim 1er, da ist das der Viererlogarithmus. Das funktioniert natürlich auch für die anderen drei Logarithmen. Nehmen wir zum Beispiel hierher den Logarithmus zur Basis 0,5, also 1/2. Da sehe ich, den Wert 1 habe ich bei 0,5. Dazu zoome ich jetzt ein bisschen ran, da habe ich 0,5, 1. Ja, also das ist der Logarithmus zur Basis 0,5.
Gut, also, das ist auch demnach jetzt der nächste Punkt hier, die nächste Eigenschaft. Es gilt immer, f von a ist gleich 1. Also wenn ich quasi beim Dreierlogarithmus 3 einsetze, erhalte ich 1. Ich beim Siebenerlogarithmus 7 einsetze, erhalte ich 1. Und deswegen laufen alle Graphen immer durch den Punkt a1. Also gerade wie wir jetzt gehabt haben, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 1/2, 1 und so weiter. Und das ist eben nützlich für eine Aufgabe und die wird es ja dann im Nachhinein machen, wenn man Logarithmenfunktionen die Graphen hat und man soll herausfinden, um welche Basis es sich handelt. So, nächste Eigenschaft. Schauen wir uns da kurz an. Da habe ich Logarithmen mit der Basis 2, 3 und 4. Und die sind, wie man sieht, alle streng monoton steigend. Ja, die wachsen. Während ich, wenn ich die drei Funktionen anschaue, das ist Logarithmen zur Basis 1/2, 1/3, 1/4, dann sehe ich, dass die streng monoton fallend sind. Das heißt, es hängt vom a ab. Ist das a zwischen 0 und 1, dann ist die Funktion streng monoton fallend. Ist das a größer als 1, dann ist die Funktion streng monoton steigend. Das ist ganz gleich wie bei den Exponentialfunktionen. Daher dritte Eigenschaft. Für a größer 1 ist f streng monoton steigend. Für a zwischen 0 und 1 ist f streng monoton fallend. So, dann kommt die vierte Eigenschaft. Die vierte Eigenschaft hier steht, ist die y-Achse ist eine Asymptote von f. Kontrollieren wir das ganz schnell. Das haben wir aber vorher schon kurz angesprochen. Ich sehe, egal ob es jetzt da ein Logarithmus ist, wo die Basis a zwischen 0 und 1 liegt oder ob die Basis größer als 1 ist, die y-Achse bildet hier immer eine Asymptote. Das heißt, wenn ich rauszoome, sieht man das ja ganz gut. Ja? Also für die, wo die Basis zwischen 0 und 1 ist, ist quasi die positive y-Achse eine Asymptote und dort, wo der Wert a größer als 1 ist, ist die negative y-Achse eine Asymptote. Ganz allgemein kann man eben sagen, dass die y-Achse eine Asymptote ist für die Logarithmusfunktion. Und als letzten Punkt, das sehen wir aber eigentlich auch schon hier, und zwar, dass die Graphen a log x und der Kehrwert von a, also 1 durch a von log x, zur x-Achse symmetrisch verlaufen. Und deswegen habe ich auch die Funktionen hier ausgewählt. Schauen wir zum Beispiel an hier die Logarithmusfunktion von 2, also zur Basis 2, also die Funktion a, die Funktion b, c, e und f schalte ich weg. Also ich schaue mir dann noch an die Logarithmusfunktion zur Basis 1/2. 1/2 ist der Kehrwert von 2 und da sehe ich schon perfekt, die zwei Funktionen sind gespiegelt an der x-Achse. Ja? Also das wird hier quasi symmetrisch immer größer. Das sieht man hier perfekt. Würde ich da jetzt einen rechten Winkel anlegen an die x-Achse, dann wäre der Punkt und der Punkt quasi gleich weit von der x-Achse entfernt. Und das funktioniert natürlich auch für die anderen Funktionen. Da habe ich den Logarithmus zur Basis 3 und da habe ich den Logarithmus zur Basis 1/3. Das gleiche Phänomen. Ja? Der geht durch 3, 1 und der geht durch 3, minus 1. Das heißt einfach nur gespiegelt an der y-Achse, an der x-Achse, verzeihen. Gut, und das waren jetzt auch bereits die fünf Eigenschaften zur Logarithmusfunktion. Und damit ist eigentlich alles Wichtige zu der Funktion erklärt. Ihr habt jetzt noch eine Aufgabe, das ist einfach eine Kompetenzaufgabe, wo ihr vier Funktionsgraphen einfach zu einer passenden Funktionsgleichung zuordnen sollt. Und damit haben wir die Funktionen für die 6. Klasse feierlich abgeschlossen. Als nächstes erwartet uns Folgen und Reihen. Und das wird so richtig super.